Thank you.
Ich habe schon kurz vor dem Schritt 25 Minuten, 25 Minuten, 25 Minuten.
Seht ihr? Wieder Multicap mir. Verena, Gratulation, Halbfinale gewonnen, Einzug ins Finale, dein Resümee zu dem Spiel. Ja, ich bin natürlich zufrieden, dass ich so weit jetzt gekommen bin ins Finale. Ich glaube, wir wissen beide, dass wir nicht unsere Top-Leistung abgerufen haben, aber ich bin immer der Meinung, das muss erstmal jemand nachmachen, da alleine so ein Solo schießen. Und ja, mein Weg war nicht ganz einfach, erst schon die Marion und dann auch gegen Karin. Es war eine ganz knappe Kiste und ja, es war kein Selbstläufer und deswegen bin ich froh, dass es so gut gegangen ist und freue mich jetzt auf das Finale. Die verbindet ja mit Niederösterreich Besonderes. Du spielst beim niederösterreichischen Verein, beim Neustift Innermanzing, also fast ein Heimspiel für dich. Ja, also ich fühle mich echt wohl da, auch der Verein, der hat mich gut aufgenommen und ja, mehr kann man da eigentlich nicht sagen. Ich fühle mich wohl und ich freue mich auf die nächste Zeit, auf die nächsten Turniere und bin ganz glücklich mit meinen Mädels und auch mit den Männern, ja. Petra, natürlich ein schweres Los gehabt mit der Verena. Im Halbfinale ist sehr schwer zu besiegen. Du hast dich bemüht, es hat dann nicht ganz gereicht, aber Gratulation zum dritten Platz. Wie ist dein Resümee zu dem Spiel heute? Ja, danke schön. Ich möchte auch der Verena recht herzlich gratulieren. Ist schon ein schweres Los, aber Feind ist man sich meistens selber und ich muss mich zuerst einmal, glaube ich, selbst besiegen. Dann kann ich dann auf die Gegner gehen. Das ist, muss meine Leistung anrufen können in die Finale und an dem bin ich leider wirklich gescheitert, glaube ich, heute. Aber herzlichen Gratulation dir. Und wir sehen Sie sicher noch öfter und vielleicht klappt es auch anders mal besser oder anders. Ich bin zufrieden, dass ich den zweiten Tag erreicht habe und irgendwann werden wir das dann auch überbrücken können vielleicht. Wie gefällt euch der Solo Cup, der Bewerb insgesamt so? Also ich muss sagen, ich bin begeistert und ich finde es eine Wahnsinnssache, weil ich finde einfach, das kann man mit normaler Mannschaftsschüssen nicht vergleichen, weil man muss einfach alles machen und alles können, sonst kommt man einfach auch nicht weit. Und ja, also ich finde es eine super Sache, ein gutes Training für alle Meisterschaften und vor allem, wie der Stefan das halt auch aufzieht. Die ganze Organisation, also muss man schon Hut ziehen. Ist echt eine super Veranstaltung, ja. Petra, hast du dich auch sehr wohl gefühlt wahrscheinlich? Ja, sehr. Macht Spaß.
macht wirklich Spaß, weil du immer eine große Herausforderung hast, weil du alles selber machen musst, du kannst dich auf nichts ausreden oder sonst irgendwas. Nein, es ist eine ganz tolle Organisation von da und super, wenn man mitspielen kann. Und wäre schön, wenn nächstes Jahr noch mehr Damen mitspielen, weil ich glaube, ja. 45 waren wir, dass sie vielleicht noch ein paar mehr trauen werden, dass sie da mitmachen, weil man hat auf jeden Fall was davon. So, danke, Gratulation noch einmal, Petra zum dritten Platz, Verena, alles Gute im Finale und wir sehen uns vielleicht beim Siegerinterview. Schauen wir. Okay, danke. Danke.